Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bemühungen von CDU und SPD, doch noch zu einer Zusammenarbeit im neuen Berliner Senat zu kommen, sind gescheitert. Nach seinem Vier-Augen-Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister Diebken erklärte der SPD-Landesvorsitzende Momper, er werde jetzt dem Landesvorstand empfehlen, die Verhandlungen mit der alternativen Liste zügig fortzusetzen. Diebken betonte seine Bereitschaft zu weiteren Gesprächen mit der SPD, wenn diese ihre Verhandlungen mit der AL abgebrochen habe. Strahlend wie damals auf den Wahlplakaten eilte Eberhard Diebken heute nach seinem vertraulichen Gespräch mit Walter Momper vor die Presse. Dabei hatte er gar keine Erfolgsmeldung in der Tasche. Aus dem gegenwärtigen Stand ziehe ich die Schlussfolgerung, dass eine Zusammenarbeit mit der SPD im Augenblick nicht möglich ist. Und Diebkens persönliche Einschätzung? Sozusagen, die CDU soll rechts die Wolle beschaffen, damit sie links hier ausgegeben werden kann. Das kann nicht die Zielrichtung einer sachgemäßen Politik sein. Walter Mompers Auftritt war weniger spektakulär, dafür aber in der Sache genauso knallhart. Keine Koalition mit der CDU. Herr Diebken hat heute erneut die Vorbedingung gestellt, dass wir die Gespräche mit der alternativen Liste abbrechen müssen, bevor wir mit ihm in ernsthafte Gespräche und mit der CDU in ernsthafte Gespräche eintreten können. Dieses ist ihm reichlich spät eingefallen. Er hat darüber hinaus keine Inhalte einer neuen Politik anbieten können, die aus unserer Sicht eine große Koalition rechtfertigen könnte. Es wird also Rot-Grün weiterverhandelt, aber auch Schwarz-Rot sorgt immer noch für Überraschungen. Obwohl die große Koalition soeben geplatzt ist, haben die beiden großen Parteien SPD und CDU einen anderen Streit in aller Stille beigelegt, nämlich den um die Besetzung der Parlamentsspitze. Wie man hört, soll Hanna-Renata Laurin von der CDU die neue Parlamentspräsidentin werden. Als Stellvertreterinnen sind Marianne Brinkmeier von der SPD und Hilde Schramm von der AL im Gespräch. Wenn es bei diesen Namen bleibt, dann werden zum ersten Mal drei Frauen an der Spitze des neuen Berliner Parlaments stehen. Der Bundestag hat heute den iranischen Mordaufruf gegen den britischen Autor Rushdie scharf verurteilt. Die Abgeordneten warnten jedoch zugleich davor, den Konflikt zu einer Diskriminierung des Islams zu missbrauchen. In einer ohne Gegenstimmen verabschiedeten Entschließung bezeichneten SPD und die Koalition den Mordbefehl als Kriegserklärung gegen das Völkerrecht. Mögliche weitere Maßnahmen müssten in der europäischen Gemeinschaft koordiniert werden. Ein Antrag der Grünen auf Wirtschaftssanktionen wurde mehrheitlich abgelehnt. Zuvor hatten die Parlamentarier über die Stellung der Frau in der Gesellschaft diskutiert. Bundesfrauenministerin Lehr forderte mehr Möglichkeiten für Frauen, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Die SPD bemängelte fehlende gesetzliche Regelungen. Hier jetzt Ausschnitte aus der Debatte. Frauenpolitik kreist um das Problem, wie Gleichberechtigung in Realität, in die soziale Wirklichkeit umgesetzt werden kann. Ich sehe hier vor allem folgende Schwerpunkte: eine Neubewertung der Arbeit im familiären und sozialen Bereich, überzeugende Maßnahmen, um Familie und Beruf besser miteinander zu verbinden, mehr Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben. Wir wollen die Quote im öffentlichen Dienst als Vorreiterfunktion. Wir wollen aktive Frauenförderung, wie sie Ernst Bender für nicht nur verfassungsmäßig, sondern sogar für verfassungsrechtlich geboten hält. Das ist verbindliche Frauenförderung, die nicht erst meinen Urenkelinnen die berufliche Gleichstellung bescheren wird, sondern die Chancen der Generation unserer Töchter vergrößern wird. Der frühere Bonner Verteidigungsminister Wörner hat heute vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ausgesagt, der die Hintergründe des Unglücks beim Flugtag in Ramstein aufklären will. Nun kam er also doch nach Bonn. Im Januar hatte Manfred Wörner es abgelehnt, vor dem Untersuchungsausschuss zu erscheinen. Das lasse sich mit seiner Stellung als NATO-Generalsekretär nicht vereinbaren, hatte er damals erklärt. Aber was hat Sie denn bewogen, nur doch nach Bonn zu kommen? Hier auszusagen? Ja, ganz einfach. Man hat mich jetzt als Bundesminister AD eingeladen. Und da gibt es überhaupt keine Bedenken. Sie werden ja sehen, ich habe nichts zu verbergen. In seiner Amtszeit als Verteidigungsminister fiel die Genehmigung des Flugtages in Ramstein. Im Ministerium habe es immer wieder eine Güterabwägung gegeben, ob und wie Flugtage veranstaltet werden sollen. Bei Abwägung des Risikos sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass Flugtage unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen zu rechtfertigen seien. Diese Abwägung könne jetzt nach dem Unfall anders aussehen.
Im Genehmigungsverfahren, das nicht schriftlich erfolgte, sehe er keine Lücken. Auch in der Rückschau, nachdem ich die ganzen Akten gesehen habe, kann ich nicht erkennen, dass das Verfahren mangelhaft war. Das Verfahren zerfiel in zwei Teile, das Genehmigungsverfahren eindeutig nach deutschem Recht und die Durchführung und die Verantwortung für die Sicherheit nach international vereinbarten Regeln, die zwischen den Alliierten und uns vereinbart waren und die, wie ich glaube, den Anforderungen entsprochen haben. Heute Nachmittag erläuterte Verteidigungsminister Scholz den Rechtshintergrund des Flugtags. Ob es künftig wieder Flugtage geben werde und wie sie aussehen würden, das hänge unter anderem von den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses ab, erklärte er. Bis dahin heiße es weiterhin nein. Nach einem Gespräch zwischen Bundeskanzler Kohl und dem Vorsitzenden der Deutschen Postgewerkschaft van Haaren zeichnet sich eine Annäherung bei der umstrittenen Postreform ab. Der Kanzler hatte gestern Abend in einer Reihe von Fragen Zugeständnisse gemacht. Daraufhin signalisierte heute auch die SPD, eventuell ihr Nein zur Reform zu überdenken. Nach den Zugeständnissen sollen unter anderem die Sozialangelegenheiten der Postmitarbeiter für die vorgesehenen selbstständigen Einzelunternehmen Postdienst, Postbank und Fernmeldedienst einheitlich geregelt werden. Ferner wird ein gemeinsamer Hauptpersonalrat eingesetzt. Schließlich entsenden Bundestag und Bundesrat je 11 Vertreter in einen Infrastrukturrat, der in Fragen der Daseinsvorsorge mitentscheiden soll. In Frankfurt hat heute das Verfahren gegen Andreas Eichler und Frank Hofmann begonnen, denen der Mord an zwei Polizisten an der Startbahn West vorgeworfen wird. 7 weitere Angeklagte müssen sich wegen der Zugehörigkeit zu einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung verantworten. Der Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht begann unter äußerst scharfen Sicherheitsvorkehrungen. Zuschauer und Journalisten mussten sich sorgfältigen Kontrollen unterziehen, die Zuhörer außerdem ihre Ausweise überprüfen lassen. In den Augen der Verteidiger eine Abschreckung und Beeinträchtigung der Öffentlichkeit, da die Daten gespeichert und später gegen sie verwandt würden. 4 der 9 Angeklagten wurden aus der Haftanstalt vorgeführt, darunter die beiden Hauptbeschuldigten Andreas Eichler und Frank Hofmann. Eichler wurde am Tag nach dem Mord an den beiden Polizeibeamten festgenommen. Hofmann floh nach Amsterdam, wurde aber später von den Niederlanden ausgeliefert. Bei Eichler wurde die Tatwaffe, eine Polizeipistole vom Typ Sig Sauer, sichergestellt. Eichler, der im Gefängnis einen Selbstmordversuch unternahm, behauptet, Hofmann habe geschossen und ihm erst nachher die Tatwaffe übergeben. Hofmann bestreitet dies. Die Bundesanwaltschaft geht aber davon aus, dass beide abwechselnd aus dem Wald heraus auf die Polizeibeamten geschossen haben, die am Abend des 2. November 1987, kurz vor 21 Uhr, gegen Demonstranten an der Startbahn vorrückten. Die Polizisten Klaus Eichhöfer und Thorsten Schwalm wurden getötet, 3 weitere Beamte durch Schüsse verletzt. Die Bundesanwälte werfen Eichler und Hofmann sowie den übrigen Angeklagten außerdem vor, Mitglieder einer terroristischen bzw. kriminellen Vereinigung gewesen zu sein, die im Rhein-Main-Gebiet Strommasten abgesägt hat. Der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts sah sich heute mit einer ganzen Reihe von Rügen und Befangenheitsanträgen der 18 Verteidiger in diesem Mammutverfahren konfrontiert, über die bis zur nächsten Sitzung entschieden werden muss. Baden-Württembergs Ministerpräsident Späth ist zu 2-tägigen Gesprächen nach Ost-Berlin gereist. Dabei ging es heute auch um jüngste Zwischenfälle an der Mauer. Rund eine Stunde reden die beiden miteinander über Fragen der Abrüstung, wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit und den Stand der innerdeutschen Beziehungen. Erich Honecker versichert Lothar Späth, dass entgegen anderen Meldungen die neue Reiseregelung relativ locker gehandhabt werde. Auch ein unvorhergesehenes Thema gerät auf die Tagesordnung. Der Tod eines jungen DDR-Bürgers an der Mauer in Berlin. Während Honecker und Späth zusammen zu Mittag essen, findet nur wenige Kilometer entfernt eine Trauerfeier statt für den 20-jährigen Chris Geffroy. Er sei, so heißt es in einer Todesanzeige der Eltern, bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Die Tatsachen: In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar wurde er bei dem Versuch, über die Mauer zu flüchten, von DDR-Grenzsoldaten erschossen. Der Trauerzug wird aufmerksam von Angehörigen der Staatssicherheit überwacht. Inzwischen steht fest, dass bei dem Fluchtversuch ein 2. junger Mann durch Schüsse schwer verletzt wurde. Das DDR-Außenministerium hatte den Vorfall dementiert. Lothar Späth nach dem Gespräch mit Erich Honecker. Der Generalsekretär hat mir gesagt, er sei für bestimmte Meldungen in der Bundesrepublik, die könne er nicht verantworten. Er habe den Vorfall überprüfen lassen. Und er sagte mir gegenüber, der Verteidigungsminister Kessler habe erklärt, es gäbe keinen Schießbefehl an der Mauer. Eine Formulierung, die er vor 2 Jahren so nicht gewählt hätte.
Der Tatort. An dieser Stelle wollten die beiden jungen Leute in den Westen flüchten. Erstmals seit 2 Jahren fielen an der innerdeutschen Grenze wieder tödliche Schüsse. Jugoslawien hat den geplanten Visumzwang für seine Bürger in der Bundesrepublik kritisiert. Er eigne sich nicht, die Zahl der Asylbewerber zu begrenzen. Die Maßnahme sei ein Rückschritt für die Menschenrechte. Außenminister Lunkar warnte in Belgrad vor negativen Folgen in den beiderseitigen Beziehungen. Der jugoslawische Botschafter Dragovic forderte in Bonn anstelle der Visumspflicht mehr Zusammenarbeit bei dem Problem. Insbesondere müsste Schlepperorganisationen das Handwerk gelegt werden. Die CDU-CSU will im März neue Vorschläge für die Ausländerpolitik vorlegen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Gerster, nannte hier eine Verkürzung des Asylverfahrens und die konsequente Abschiebung von abgelehnten Bewerbern. Außerdem sprach er sich für eine Ergänzung des Grundgesetzes aus. In Zukunft müsste es möglich sein, den bereits in einem anderen EG-Land abgelehnten Asylbewerbern ein neues Verfahren in der Bundesrepublik verwehren zu können. In Bremen und Bremerhaven haben etwa 5000 Lehrer die Arbeit niedergelegt und sind auf die Straße gegangen. In den meisten der rund 200 Schulen fiel der Unterricht aus. Die Schüler wurden aber betreut. Die Pädagogen und ihre Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern 1 Stunde Arbeitszeitverkürzung pro Woche, entsprechend der Tarifvereinbarung für den öffentlichen Dienst und 200 Neueinstellungen. Bildungssenator Franke will sich nur für weniger Stunden bei Grund- und Sonderschullehrern einsetzen. Am Tag vor der Trauerfeier für den japanischen Kaiser Hirohito nutzten die schon in Tokio angereisten Politiker die Zeit für Gespräche. Die Beerdigung morgen findet unter enormen Sicherheitsvorkehrungen statt. Mehr als 50 Staatsoberhäupter nehmen daran teil. Frankreichs Staatspräsident Mitterrand kam gar per Überschalljet. Auch heute riss der Strom der anreisenden Staatsgäste nicht ab. Das allergrößte Interesse freilich galt dem neuen Mann aus Washington, Amerikas Air Force Number One, auf erster großer Auslandsreise mit Präsident George Bush. Bush, Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg und von Japanern damals abgeschossen, kam her, um einem heutigen Alliierten Respekt zu erweisen. Besuch beim Ministerpräsidenten Noboru Takeshita. Themen gibt es genug für die beiden. Die USA haben weiter das Gefühl, von Japans Wirtschaft überrollt zu werden. Der Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeuges droht zu scheitern. Die USA glauben, dass Japan dafür amerikanische Technik ausbeutet. Die Japaner sind beleidigt. Aber heiße Eisen bleiben heute ausgeklammert. In Tokio wird heute viel gelächelt. Japan ist stolz auf sich und den internationalen Presserummel. Doch in diesem Stolz sind künftige Spannungen angelegt. Die Wirtschaftsmacht Japan und die Weltmacht USA brauchen sich gegenseitig. Die Probleme liegen im Detail und sind mit Lächeln nicht zu lösen. Das Erste Deutsche Fernsehen überträgt die Trauerfeierlichkeiten aus Tokio morgen Vormittag in der Zeit von 8 bis 9:55 Uhr. 11 Menschen sind heute beim Absturz einer österreichischen Passagiermaschine in den Bodensee ums Leben gekommen. Nach stundenlangen Rettungsbemühungen konnte die Maschine in 90 Meter Tiefe geortet werden. Eine Bergung wird erst morgen möglich sein. Über die Absturzursache ist noch nichts Genaues bekannt. Zur Zeit des Unglücks herrschte dichter Nebel über dem See. Unter den 11 Toten befindet sich der österreichische Sozialminister Dallinger. Der Schriftsteller Hans-Helmut Kirst ist heute im Alter von 74 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in Bremen gestorben. Kirst, der aus Ostpreußen stammte, ist durch seinen dreiteiligen Kriegsroman 0815 weltbekannt geworden. Er hat insgesamt 35 Bücher geschrieben, die in 30 Sprachen übersetzt worden sind. Hauptthemen seiner Bücher waren die Schicksale von Soldaten der Hitlerzeit. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 24. Februar, heute wieder mit Hinweisen für Wintersportler. Das Satellitenbild zeigt ein Wolkenband, das sich von Finnland her quer über Deutschland hinweg bis zur Iberischen Halbinsel erstreckt. Aufgelockerte Bewölkung erkennt man im Bereich der Nordsee und der britischen Inseln. Ein größeres Wolkengebiet liegt über dem Ostatlantik. Der über Deutschland angelangte Ausläufer des Tiefs bei den Färöern verlagert sich weiter nach Osten und beeinflusst morgen nur noch den Süden Deutschlands. Die auf seiner Rückseite einfließende frische Meeresluft kommt kurzzeitig unter schwachen Zwischenhocheinfluss, bevor das Frontensystem eines zur Nordsee ziehenden Randtiefs rasch von Westen her nachfolgt. Die Vorhersage für morgen: Im Süden stark bewölkt und noch zeitweise Regen. Im übrigen Deutschland zunächst vielfach aufgelockerte Bewölkung und nach Norden hin einzelne Schauer.
Im Tagesverlauf von Westen her Eintrübung und nachfolgend Regen. Tiefstwerte 0 bis 5 Grad. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Mäßiger bis frischer, später zum Teil starker Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten: am Samstag regnerisch, mild und sehr windig. In den Mittelgebirgen ist mit Ausnahme der Hochlagen des Bayerischen Waldes, wo bis zu 130 cm Schnee liegen, derzeit kein Wintersport möglich. In den tieferen Lagen der Bayerischen Alpen sind die Wintersportbedingungen bei einer Schneehöhe bis zu 25 cm sehr unterschiedlich. Gute Schneeverhältnisse werden erst in höheren Lagen angetroffen, wo 70 bis 300 cm gemessen wurden. Bei einer lebhaften westlichen Strömung kommt es in den nächsten Tagen wiederholt zu Niederschlägen, die oberhalb etwa 1000 Meter als Schnee fallen. Dabei wird sich auch die schlechte Schneesituation auf der Alpensüdseite etwas verbessern.